Unifusion brauchen wir doch gar nicht, denn die BTU ist ja bereits eine Energieuni. Derzeit koordiniert und begleitet unsere BTU ein Gemeinschaftsprojekt namens ISOLK. Der Start dieses Forschungsprojektes fand am 11. Juni 2012 auf dem Unigelände statt. Hierfür wurden 15 elektrobetriebene Fahrzeuge vom Typ Opel Corsa Elektro an die BTU übergeben. In diesem Projekt wird in Kooperation mit dem Energieversorger Vattenfall und dem Fahrzeughersteller German E-Cars gemeinsam geforscht. Ziel ist es, die Elektroautos als Speicher in speziellen Netzsituationen zur Verfügung zu stellen. Die E-Soll-Cars sind ein Teil eines Fahrzeugflottenversuchs von insgesamt 46 Elektroautos, die in der gesamten Lausitz erprobt werden. Wer die Elektroautos erprobt und was im Umgang mit den Fahrzeugen alles zu beachten ist, erfahrt ihr jetzt. Das ist Katrin. Katrin ist Mitarbeiterin für internationale Zulassungen der BTU und erprobt den kleinen Flitzer. Ja, die wichtigste Voraussetzung, man muss einen Führerschein haben. Man muss tatsächlich das Auto fahren, täglich. Je nachdem, wie weit man von der BTU entfernt wohnt, ist eine Mindestkilometerzahl und eine Maximalkilometerzahl, die man fahren kann, angegeben. Und die muss man natürlich erreichen. Die Besonderheiten an diesem Auto sind, man hört es nicht, wenn man es startet. Also es ist gewöhnungsbedürftig. Man muss sich voll auf die Computertechnik im Auto verlassen, auf den Bordcomputer, der einem alles sagt, alles zeigt. Es ist eine Automatik, man muss nicht schalten. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und was ist das Schönste an dem Auto? Man muss nicht tanken. Der Energieversorger prüft durch den Einsatz von mehreren Fahrzeugen in der Unternehmensflotte, inwieweit sich die Elektromobile sowohl als Nutzfahrzeuge als auch zur Personenbeförderung eignen. Dabei können zugleich die Einsparungspotenziale bei Verbrennungskraftstoffen und CO2-Emissionen untersucht werden. Die BTU verknüpft dieses Projekt mit anderen Forschungen aus Stromspeicherung regenerativer Energien. Somit werden die E-Soll-Cars mit der Energie der Sonne getankt. In diesem Kreislauf erzeugen die Solarmodule auf dem FMPA-Gebäude der BTU Strom und leiten diesen in Batterien mit einer Gesamtspeicherkapazität von rund 2000 Kilowattstunden. Dieser Strom wird dort gespeichert und kann von den verschiedenen Tanksäulen aus direkt ins Elektroauto gespeist werden. Übrigens, scheint mal keine Sonne und die Batterien sind am Ende ihrer Kräfte, so werden die Tanksäulen von einem kleinen Verbrennungskraftwerk aus gespeist. Der durchschnittliche Verbrauch und weitere forschungsrelevante Daten, wie zum Beispiel die Tankzyklen, können dann mit der Zeit ermittelt und analysiert werden. Zum Schluss zeigte uns Testfahrerin Katrin noch kurz, wie sie ihren vorübergehenden Elektroflitzer startet und lud uns auf eine kleine Testfahrt ein. Von mir gehört 50.